Lange Spiele sind nicht automatisch gute Spiele, aber gute Spiele können auch gerne mal etwas länger sein. Besonders wenn sie nicht nur prozedurales Gameplay, sondern richtig handgebaute Kampagnen liefern. Und genau um solche Spiele geht es jetzt. Hier sind unsere Empfehlungen für besonders lange und gelungene Spielekampagnen aus den letzten 10 Jahren. Und kleine Anmerkung noch, bevor es losgeht, wir erheben mit der Auswahl selbstredend keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das Ganze ist also als Orientierungshilfe gedacht. Schreibt uns also auch gerne noch, welche anderen Spiele mit langen Kampagnen ihr empfehlen würdet. Die Story-Kampagnen von Ego-Shootern gehören oft zu den eher kurzen Spieleerfahrungen. Gerade wenn wir hier nicht von Open-World-Titeln wie Far Cry, sondern eher von skriptlastigen Bombast-Inszenierungen der Marke Call of Duty reden. Da ist man nicht selten in 4-5 Stunden schon durch. Ganz anders sieht es dabei Doom Eternal aus. Allein für das Hauptspiel könnt ihr locker 15 Stunden einrechnen und wenn ihr dann noch alle Geheimnisse und die Master-Level bewältigen wollt, durchaus nochmal fast 10 Stunden mehr. Außerdem gibt's ja noch zwei umfangreiche und fast durchweg sehr gute Story-DLCs. Wenn ihr also einen herausragend guten und auch mal richtig langen Shooter erleben wollt, lasst euch Doom Eternal nicht entgehen. Besonders weil es jetzt dank Raytracing-Update nochmal spürbar besser aussieht. Bereits die ersten Trailer zu Horizon Zero Dawn sahen sehr beeindruckend aus. Wie gut das Action-Adventure der Killzone-Entwickler dann aber tatsächlich wurde, dürfte trotzdem viele überrascht haben. Schließlich hatte das Team noch keine Erfahrung mit Open-World-Spielen. Und doch ist es Guerilla Games gelungen, die Geschichte von Heldin Aloy in wunderschönen Landschaften über rund 40 Stunden lang zu erzählen, ohne durch nennenswerte Hänger ins Stocken zu geraten. Hier bekämpfen wir Robo-Dinos, erledigen Missionen und kommen den Ursprüngen dieses ungewöhnlichen Zukunftsszenarios auf den Grund. Und wem das nicht genug ist, der bekommt mit der Story-Erweiterung The Frozen Wilds nicht nur weitere 15 Spielstunden, sondern auch eine ganz neue Region zum Erkunden. In der mittlerweile zum Glück reparierten PC-Version ist das Add-on übrigens gleich automatisch dabei. Evil shrouded in smoke and ash. Stellt euch vor, ihr geht morgens aus dem Haus, bringt euren Müll weg und dann liegt da eine Leiche ohne Augen in der Gasse. Klingt unschön, ist aber im Thriller-Action-Adventure Judgment der Auftakt zu einem spannenden Justizskandal. Privatdetektiv Takayuki Yagami ermittelt in dem Yakuza-Spin-Off auf eigene Faust und gerät immer mehr zwischen die erbarmungslosen Fronten des japanischen Rechtssystems auf der einen Seite und den Yakuza-Gangstern von Tokio auf der anderen. Neben der spannenden Handlung spielen wir im fiktiven Stadtteil Kamurocho zudem zahlreiche Minigames, erledigen Nebenmissionen und erkunden die kleine, aber prall gefüllte offene Welt. Rund 50 Stunden dauert ein Durchgang, wer links und rechts alle Aktivitäten auskostet, darf aber gern noch ein paar Stunden draufrechnen. Die eigentliche Story von The Division 2 mag nicht sonderlich spannend sein. Die Schauplätze, durch die uns die Mission des Hauptspiels, der DLCs und des großen New York Add-ons führen, sind es aber allemal. Allein für die ultra detaillierten Umgebungen lohnt es sich, die Kampagne zumindest einmal komplett durchzuspielen. Und keine Sorge, The Division 2 ist zwar ein Loot-Shooter, doch bis ihr wirklich mal nach neuer Ausrüstung grinden und Missionen über tägliche Aufgaben wiederholen müsst, vergeht viel, viel Zeit. Endgame-Enthusiasten haben zwar aktuell kaum noch was in dem Spiel zu tun, weil es einfach zu wenig Content-Nachschub gibt, aber Neueinsteiger bekommen hier Story-Inhalte, die sie in zwei Open-World-Regionen und ein paar kleineren Gebieten weit über 40 Stunden lang beschäftigen können. Egal, ob ihr nun allein oder im Koop spielen wollt. Als Dragon's Dogma 2012 das erste Mal für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht wurde, platzierte sich der Open-World-Titel ziemlich genau in der Mitte zwischen dem aufstrebenden Genre der Souls-Likes und den eher klassischen Story-Rollenspielen wie Dragon Age. Besonders die spektakulären Kämpfe gegen Drachen, Chimären, Zyklopen und Riesenschlangen sorgten für eindrucksvolle Spielszenen und das Begleitersystem erlaubte es Spielern bis zu 3 KI-Kameraden anzuhören, die auch durchaus mal Tipps zu Quests gaben und natürlich im Kampf mit Schwertbogen und Magie aushalfen. Später kam dann noch die umfangreiche Erweiterung Dark Arisen dazu und als Dragon's Dogma Dark Arisen ist das über 50 Stunden lange Gesamtpaket inzwischen auch mit grafischen Verbesserungen für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Disco Elysium kann man in rund 20 Stunden durchspielen. Das ist eigentlich nicht sonderlich lang, besonders nicht für ein klassisches Rollenspiel, das wegen seiner Spielperspektive zunächst an Titel wie Baldur's Gate oder Pillars of Eternity erinnert.
Aber Disco Elysium ist darauf ausgelegt, mehrmals durchgespielt zu werden. Denn je nachdem, wie wir unseren Charakter gestalten und welche Entscheidungen wir im Spiel treffen, erwartet uns ein so unterschiedliches Erlebnis, wie es das selten in Rollenspielen gibt. Und dabei sollen wir doch eigentlich als versiffter Cop nur einen Mord aufklären. Die Vielfalt liegt dann aber im Wie. Es kann passieren, dass wir Karaoke singen, einem Toten die Schuhe klauen oder Drogen nehmen müssen. Alles zum Wohle der Ermittlung. Und nebenbei werden auch noch philosophische und politische Fragen aufgeworfen, während sich unser Unterbewusstsein lautstark zu Wort meldet. Schließlich sind die Dialoge seit dem Final Cut Update komplett auf Englisch vertont und Deutsch untertitelt. In the great city, at the end of the world. Wie viel Spielzeit am Ende in Assassin's Creed Valhalla stecken wird, können wir noch nicht sagen. Ubisoft hat ja gerade erst den zweiten Story-DLC veröffentlicht und vor kurzem ein weiteres Jahr an neuem Content für das Open-World-Spiel angekündigt. Der Vorgänger Assassin's Creed Odyssey ist jedoch schon komplett und bietet allein in der Hauptstory schon gerne einmal 80 Spielstunden. Wer ganz Griechenland erkundet, knackt sogar locker die 100-Stunden-Marke. Zudem gibt es mit den beiden DLC-Reihen um den ersten Assassinen und die fiktive Stadt Atlantis ein paar der besten Erweiterungen, die die Serie je hatte und die dann auch nochmal rund 20 Stunden andauern. Inhaltlich bleibt Odyssey seinem Vorgänger Origins treu und treibt die erfolgreiche Reihe weiter in Richtung Rollenspiel. Okay, StarCraft 2 ist in dieser Liste eine kleine Mogelpackung, denn das Hauptspiel Wings of Liberty ist bereits 2010 und damit vor über 10 Jahren erschienen. Aber erst zusammen mit den großen Erweiterungen Heart of the Swarm von 2013 und Legacy of the Void von 2015 sowie den kleinen Nova-DLCs ist die Geschichte komplett. Und deshalb drücken wir mal ein Auge zu. Zumal das Echtzeit-Strategiespiel in Sachen Inszenierung, Story und Abwechslung noch immer ganz oben mitmischen kann. In einer Mission kämpfen wir uns allein durch ein Gefängnis, dann gibt es wiederum klassischen Basenbau, nur dass wir unsere Basis auf Schienen hin und her fahren müssen. Das Gesamtpaket StarCraft 2 kann in seiner rund 50 Stunden langen Story-Kampagne immer wieder überraschen und erzählt nebenbei eine spannende Sci-Fi-Geschichte mit fantastischen Figuren. Safe. Wonderful. Im Vergleich mit Assassin's Creed Odyssey ist The Last of Us Part 2 mit seinen 25 Stunden recht kurz. Für ein lineares, storygetriebenes Abenteuer ist der Titel hingegen enorm umfangreich. Denn über die gesamte Zeit erleben wir eine intensive und vor allem düstere Geschichte über Rache und ihre Folgen. Spielerisch bleibt das Action-Adventure seinem Vorgänger treu und bietet in nahezu perfekter Abwechslung Schleich- und Action-Passagen. Grafisch zeigt einer der letzten großen PS4-Titel zudem, wie viel man aus der alten Hardware noch herauskitzeln kann. Allein dafür sollte man dieses lange und gelungene Abenteuer einmal erlebt haben. Im Switch-exklusiven Strategiespiel Fire Emblem Three Houses führen wir als Lehrer einer Militärakademie unsere Auszubildenden durch einen Krieg. Dabei verknüpft das Spiel rundenbasierte Taktikkämpfe mit einem charaktergetriebenen Beziehungssystem. Denn wir müssen unsere Schüler und Schülerinnen natürlich erst einmal in verschiedenen Techniken ausbilden. Und das geht mit der entsprechenden Motivation und einer positiven Beziehung zu uns nun einmal am besten. Die Kampagne verschlingt gerne rund 50 Spielstunden und zeigt dabei zunächst nur eine Perspektive. Das Three Houses im Titel ist nämlich nicht nur zur Zierde da. Wir wählen zu Beginn eines der drei Häuser und können nach einem Durchgang auch noch die anderen beiden erleben, auch wenn es im Kern dabei kein anderes Spiel wird. Trotzdem, es bietet enorm viel Unterhaltung fürs Geld. Borderlands 3 bleibt dem Erfolgsrezept der Serie treu und bietet mehr bunte, brutale Baller-Action mit einer schier unendlichen Zahl an Knarren, Gewehren und allen sonstigen Waffen. Dieses Mal bereisen wir dabei nicht nur den Planeten Pandora oder seinen Mond, sondern landen auch auf anderen Welten. Ebenfalls serientypisch strotzt der Shooter zudem an jeder Ecke mit Humor, auch wenn der diesmal nicht so zielsicher zündet wie in den beiden Vorgängern. Aber das ist natürlich über weite Strecken Geschmackssache. Dennoch könnt ihr hier gut und gerne 40 Stunden in die Kampagne versenken. Dank der DLC-Erweiterungen kommen sogar nochmal rund 20 Stunden obendrauf. Und das Beste, ihr könnt das komplette Spiel allein oder im Koop erleben. Wenn heutzutage von GTA 5 die Rede ist, geht es meist um neue Inhalte für GTA Online, Easter Eggs, die nach Jahren aufgedeckt wurden, oder um die Wiederveröffentlichung des Open-World-Hits auf einer neuen Plattform. Letzteres sorgt zwar oft für Spott, aber die nächste Next-Gen-Version wird Rockstar wahrscheinlich genug Geld in die Kassen spielen, um auch die letzte Träne zu trocknen. Dabei kann man schnell vergessen, dass GTA 5 ja auch eine verdammt lange und toll inszenierte Story-Kampagne bietet. Egal, ob ihr nun der Hauptstory mit ihren spektakulären Heists folgt, oder als Franklin, Michael oder Trevor einer der zahlreichen Nebenaufgaben für die kuriosen Bewohner der lebendig wirkenden Spielwelt von Los Santos erfüllt.
Deswegen könnt ihr auch gut und gerne 80 Stunden im Singleplayer-Modus von GTA 5 verbringen und eine Einzelspiele-Kampagne erleben, deren Niveau bis heute fast ungeschlagen ist. That's a real man's car. Wie viel Zeit man zum Durchspielen eines Souls-like wie Nioh 2 braucht, hängt natürlich sehr stark von den eigenen Fähigkeiten am Gamepad ab. Und ja, auch wenn das Spiel am PC theoretisch mit Maus und Tastatur steuerbar ist, empfehlen wir ganz klar ein Gamepad. In jedem Falle solltet ihr aber zwischen 50 und 100 Stunden einplanen. Wenn ihr euch dann auch noch durch die drei Story-Erweiterungen kämpft, die euch jeweils in eine andere Zeitepoche befördern, kommen nochmal etliche Stunden obendrauf. Doch die Zeit ist es wert. Nioh 2 ist ein hervorragendes Actionspiel, das sich für seinen Genremix sowohl bei Dark Souls und Ninja Gaiden als auch bei Diablo bedient und eine einzigartige Kombination aus schneller Action, vielseitigem Charaktersystem und motivierender Lootspirale erzeugt. Red Dead Redemption 2 ist eines dieser Spiele, in denen man sich ganz leicht verlieren kann. Wie lebendig die Wildwest-Welt von Rockstar geworden ist, wie gut geschrieben die Story bis zum Ende bleibt, das gelingt nur sehr wenigen Titeln. Auf der Kehrseite ist das eigentliche Spielprinzip des Open-World-Spiels etwas einfallslos, sogar im Vergleich zum eigentlich älteren GTA 5. Erwartet hier also keine großen Überraschungen beim Missionsdesign. Trotzdem, die atemberaubend schöne Welt, die vielen liebevollen Details und die gefühlvolle Erzählung fesseln uns spielend leicht für 50 Stunden und mehr an Maus und Tastatur oder ans Gamepad. Was Octopath Traveler sofort ausgezeichnet hat, ist der toll gelungene Mix aus alter und neuer Optik, bei der Pixelgrafik auf moderne Shader und Schatteneffekte trifft. Aber auch abseits der äußeren Werte kann das japanische Rollenspiel überzeugen. Es erzählt seine Geschichte nämlich aus 8 Perspektiven. Alle paar Stunden wechseln wir zwischen den Figuren und bekommen viele fürs Genre ungewöhnlich bodenständige Handlungen präsentiert. Auch das rundenbasierte Kampfsystem macht viel Spaß und fordert uns ordentlich heraus. Allein schon durch die Tatsache, dass wir niemals die Lebenspunkte unserer Feinde sehen und immer auf der Hut vor Kontern bleiben müssen. So beschäftigt Octopath Traveler im Schnitt rund 60 Stunden, auch wenn einige dieser Stunden leider für etwas austauschbare Nebenmissionen draufgehen. God of War auf der PlayStation 4 hat die Serie gravierend verändert und doch viele Traditionen erhalten oder zumindest aufgegriffen. Ein kunstvoller Spagat, der neben der eindrucksvollen Technik, dem präzisen Kampfsystem und der herausragend gut geschriebenen Dialoge zwischen Kratos und seinem Sohn sicherlich auch einer der Gründe für den Erfolg des Spiels ist. Das letzte God of War ist dabei zwar insgesamt etwas langsamer geworden, auch weil die Kamera näher am Geschehen ist und direkt kontrolliert wird, aber das Spiel ist auch wirklich länger als seine Vorgänger. Das liegt am neuen Metroidvania-Design und an zahlreichen Nebenaufgaben. Ob man die nun alle erledigt, kann jeder für sich selbst entscheiden. Rund 25 Spielstunden solltet ihr für God of War aber auf jeden Fall für einen Durchgang einrechnen. Oh, und selbst danach ist noch lange nicht Schluss. Ähnlich wie bei StarCraft 2 tricksen wir jetzt ein bisschen. Denn natürlich besteht die Legendary Edition von Mass Effect eigentlich aus 3 Spielen. Doch anders als etwa bei Dragon Age gehört BioWare's Sci-Fi-Serie viel enger zusammen und kann eigentlich als kontinuierliches Abenteuer erlebt werden. Und wollt ihr die gesamte Story über Shepard, die Reaper und die Bedrohung der Milchstraße noch einmal oder zum ersten Mal erleben, müsst ihr ordentlich Zeit einplanen. 140 Stunden braucht ihr ungefähr, um euch durch unzählige Haupt- und Nebenquests zu ballern und euer diplomatisches Geschick einzusetzen. Besonders cool an der grafisch teils stark und spielerisch zumindest ein bisschen überarbeiteten Legendary Edition ist, dass bis auf einen erstmals alle Story-DLC gleich mit dabei sind. Und insbesondere im zweiten Teil gibt es einige richtige Leckerbissen, wie beispielsweise Lair of the Shadow Broker. So viel Spiel für vergleichsweise wenig Geld, das ist ein verdammt guter Deal. Das waren ein paar der unserer Meinung nach besten langen Spielekampagnen der letzten Jahre. Aber wie schon gesagt, ist das nur eine Auswahl. Schreibt uns und den anderen Zuschauern also gerne noch eure Empfehlungen.